Viele träumen davon. Für Familie Obermann ist es in Erfüllung gegangen. Sie haben in der Lotterie gewonnen. Sechs Richtige. Aber der Traum wird schnell zum Albtraum. Pass auf! Pass auf! Aber der wollte mich umbringen! Jemand will was von dem großen Kuchen abhaben und das um jeden Preis. Wenn Ihnen das Leben Ihrer Tochter lieb ist, dann zahlen Sie 500.000 Euro. Legen Sie den Diamanten in das rote Säckchen. Ich bin Isabella Schulien. Ich werde herausfinden, wer das Leben der Obermanns zerstören will. Familie Obermann verfolgt gespannt die Ziehung der Lottozahlen. Gleich wird sich ihr Leben schlagartig verändern. Oh mein Gott, schon vier Richtige? Die 24. Ich glaub's nicht. Und die sechste Zahl ist die 9. Und sechs Richtige? Die Zusatzzahl ist die 35. Und die Superzahl? Bitte die 8. Ich würde schon immer mal um die ganze Welt reisen. Mama, du musst größer denken. Warum ziehen wir nicht gleich nach L.A.? Und dann mache ich deinen Club auf. Stellt euch vor, Sommer, Sonne, Party, Luxus pur. Stopp. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich habe neulich erst so einen Bericht gelesen, wie schnell Gewinner von so Riesensummen alles verprassen. Aber das wird uns nicht passieren. Wie meinst du das? Na, wir legen das Geld schön an. Dann haben wir auch viel länger was davon. Und in ein paar Jahren kann Marie dann ganz entspannt studieren, ohne dass sie einen Nebenjob braucht, so wie ich damals. Ach komm schon, Papa. Wenigstens ein paar Tausend können wir doch sofort ausgeben, oder? Warum stimmen wir nicht ab? Wer ist dafür? Marie, ich glaube, Papa hat recht. Wir müssen an die Zukunft denken. Also ändert sich jetzt gar nichts, obwohl wir stinkreich sind. Wir finden unser Leben doch schön, so wie es ist. Und das soll auch so bleiben. Deswegen kein Wort zu niemandem. Der Lotteriegewinn in Höhe von 1 Million Euro wurde auf das Konto der Obermanns überwiesen. Das wollen die drei mit einem Sektfrühstück feiern, auch wenn Maries Euphorie längst verflogen ist. 1 Million Euro? Ja, und trotzdem durfte ich mir nicht mal das Designerkleid für 500 Euro kaufen. Jetzt habe ich mir extra die Woche freigenommen für meine Damen zum Luxus-Sektfrühstück aus. Und du bist immer noch am Meckern. Ja, wenn wir wenigstens in London oder Paris frühstücken würden. Marie, du wirst mir noch dankbar sein, glaub mir. Kluge Menschen investieren heutzutage in Immobilien. Natürlich muss man sich da auskennen. Ja, und du glaubst, du kennst dich da aus? Ja, noch nicht. Aber deswegen kommt ja heute Nachmittag um 2 auch unsere Anwältin und erklärt uns, worauf wir dabei achten müssen. Klingt ja super spannend. Ach, Marie, komm. Was denn? Ich find's einfach unfair, dass ich überhaupt nicht gefragt werde. Marie! Pass auf! Pass auf! Hey, du Penner, bist du irre oder was? Schatz, alles in Ordnung. Hast du dir was getan? Nein, ich glaube nicht. Aber der wollte mich umbringen. Rüdiger, wir müssen die Polizei rufen. Was? Das war bestimmt nur irgendein Besoffener. Aber der ist doch direkt auf Marie zugefahren. Sie stand ja auch halb auf der Straße. Jetzt komm, ist doch fast nichts passiert. Lass uns das Ganze einfach vergessen. Der Tisch ist für 9:30 reserviert. Ich glaube, ich will lieber nach Hause. Marie hat recht. Mir ist auch nicht mehr nach feiern. Okay, verschieben wir es halt. Na los, Abmarsch. Hier, Schatz. Die Frage ist, kaufen wir uns ein paar Wohnungen oder gleich ein ganzes Haus? Unsere Tochter hatte gerade einen Unfall und das Einzige, woran du denkst, sind deine Immobilien?
Also erstens ist das Ganze halb so dramatisch, wie ihr jetzt tut. Und zweitens bereite ich mich nur auf den Termin mit Frau Schulien vor. Außerdem geht's Marie doch gut, oder Schatz? Klar, mach dir mich keine Sorgen. Siehst du? Scheiße. Was ist denn los? Wenn Ihnen das Leben Ihrer Tochter lieb ist, dann zahlen Sie 500.000 Euro. Weitere Anweisungen folgen. Keine Polizei, sonst passiert ein Unglück. Was? Wer hat das geschickt? Keine Ahnung, so ein komischer Absender, den kenne ich nicht. Jemand hat auch noch einen anderen. Das sind alles Fotos von mir. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Oh mein Gott, der hat mich die ganze Zeit beobachtet. Wer macht sowas Perverses? Ich hab doch gleich gesagt, wir hätten die Polizei rufen sollen. Aber dann mache ich das eben jetzt. Nein, keine Polizei. Aber was ist, wenn... Nichts aber. In der Mail steht keine Polizei und wir halten uns dran. Rüdiger, gib mir das Telefon. Nein. Isabella Schulien ist auf dem Weg zu Familie Obermann. Sie soll die Lotteriegewinner beraten, was bei einem Immobilienkauf rechtlich zu beachten ist. Die Rechtsanwältin weiß noch nicht, dass Immobilien für die Familie gerade sehr unwichtig sind. Es tut mir wirklich leid, Frau Schulien, aber wir müssen unseren Termin verschieben. Ach so, und warum? Na, es ist was passiert. Ich konnte ihn leider vorher nicht absagen. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ja, natürlich. Frau Schulin ist doch nicht von der Polizei. Vielleicht kann sie uns helfen. Ach, Janne. Wobei könnte ich denn helfen? Wir werden erpresst. Ach, Janne, bitte. Unsere Tochter wäre beinahe vorher überfahren geworden. Wir dachten zuerst, es sei ein Unfall. Aber dann hat uns der Fahrer eine E-Mail geschickt. Und wann war dieser Unfall? Um kurz vor 9:30. Wollen Sie mir vielleicht mal diese E-Mail zeigen? Das ist ja schrecklich. Das ist sicher nur ein schlechter Scherz. Siehst du? Das glaube ich eher nicht, wenn ich das hier lese. Was sollen wir jetzt tun? Ich kann Ihnen eigentlich nur dringend raten, sofort die Polizei einzuschalten. Nein, keine Polizei. In der Mail steht ausdrücklich keine Polizei. Herr Obermann, sowas schreiben Erpresser doch immer. Die haben alle Angst vor der Polizei. Aber glauben Sie mir, die Beamten wissen in solchen Situationen am besten, was zu tun ist. Sag ich doch die ganze Zeit. Auf gar keinen Fall. Was ist, wenn Marie was passiert, nur weil wir nicht auf den Entführer gehört haben, hm? Ich glaube, Papa hat recht. Ich habe echt Angst. Aber du brauchst doch keine Angst haben. Die Polizei beschützt dich doch. Wir wollen aber keine Polizei. Können Sie uns denn nicht helfen? Wenn Sie strikt dagegen sind, die Polizei einzuschalten, fällt mir nur eins ein. Ich habe einen Freund, der ist Techniker und arbeitet bei der Polizei. Wenn Sie möchten, kann ich ihm die E-Mail weiterleiten und vielleicht kann er den Absender ausfindig machen. Das wäre toll. Ja, vielen Dank, Frau Schulien. Dann rufe ich gleich mal an. Ja. Sie haben wirklich keine Ahnung, wer hinter dieser Erpressung stecken könnte? Der Erpresser muss Marie seit Tagen beobachtet haben. Marie, ist dir da nichts aufgefallen? Nein, keine Ahnung. Danke. Ich verstehe auch gar nicht, wie jemand auf die Idee kommt, Geld von uns zu erpressen. Ich meine, wenn man sich unser Haus anschaut, dann denkt man doch nicht, dass hier was zu holen ist. Und von meinem Gehalt als Versicherungsangestellter, da kommen wir gerade sogar die Runden. Offensichtlich weiß der Erpresser von Ihrem Lotteriegewinn. Das kann aber gar nicht sein. Wir haben niemandem was davon erzählt, oder? Wir haben uns auch keine Luxusartikel oder sowas geleistet. Es wissen wirklich nur wir drei davon. Ja, ja, und Sie natürlich. Aber Sie werden es ja nicht rumerzählt haben. Auf gar keinen Fall. Ich habe Schweigepflicht. Was ist mit dir, Marie? Ich meine, es wäre doch normal, wenn du sowas deiner besten Freundin oder deinem Freund erzählt hättest. Ich habe gar keinen Freund. Und ich habe niemandem was erzählt, ehrlich nicht. Julien? Ach, du bist's. Und? Woher kommt die E-Mail? Okay. Schade. Gut. Also, du meldest dich dann wieder. Hm?
Also trotzdem schon mal danke. Bis später. Tschüss. Das war der Freund von der Technik. Also der Absender der E-Mail hat sich offensichtlich alle Mühe gegeben, dass man nicht mehr zurückverfolgen kann, woher sie kommt. Fest steht, sie kommt von einem Fake-Account aus einem Internetcafé. Er bleibt jetzt noch mal an der Sache dran. Wenn es was gibt, meldet er sich, aber es schaut nicht gut aus. Und was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe echt Angst. Dir passiert schon nichts, Schätzchen. Aber wir sollten drüber nachdenken, ob wir Marie nicht in Sicherheit bringen. Haben Sie denn keine guten Bekannten oder Verwandten, wo wir sie für einige Tage unterbringen könnten? Wir könnten sie zu Karl bringen. Karl? Wer ist Karl? Karl Seidler ist mein bester Freund. Der wohnt in einem Landhaus ziemlich weit draußen. Da findet sie bestimmt niemand. Okay, das hört sich doch gut an. Wenn du einverstanden bist, Marie, dann pack doch gleich deine Sachen. Jetzt lassen Sie uns noch mal überlegen. Außer uns weiß eigentlich keiner von dem Lotteriegewinn. Ja, und der Erpresser natürlich. Aber woher weiß er davon? Moment. Wo haben Sie eigentlich Ihren Gewinnschein eingelöst? Im Kiosk in der Maisachstraße. Der Kioskbesitzer, Herr Winter, hat natürlich mitbekommen, dass wir gewonnen haben. Mhm. Meinen Sie, dass er hinter der Erpressung steckt? Ja, er ist zumindest der Einzige außer uns, der davon weiß. Am besten fahre ich da gleich mal hin und spreche mit ihm. Und dann sage ich ihm Bescheid. Vielen Dank, Frau Schulin. Bis später. Ich bringe Sie noch zur Tür. Ja, die Freude über ihren Lotteriegewinn war für Familie Obermann nur von kurzer Dauer. Ich bin froh, dass Marie jetzt erstmal in Sicherheit ist. Und es ist doch traurig, dass in solchen Situationen immer wieder Neid und Missgunst auftauchen. Aber wenn die Familie Obermann die Wahrheit sagt und wirklich niemanden von dem Gewinn erzählt hat, dann bleibt wirklich nur der Kioskbesitzer als Einziger, der außer uns davon wusste. Die Frage ist aber, steckt er wirklich hinter der Erpressung? Ich werde bei ihm jetzt mal vorbeifahren und mir persönlich ein Bild machen. Dann wissen wir vielleicht mehr. Hallo, Rüdiger. Hey, grüß dich. Hallo, Karl. Hallo, Marie. Schön, dass du die nächsten Tage bei mir bist. Aber wie komme ich denn zu der Erde? Ah, sie hat nächste Woche ein paar wichtige Prüfungen in der Schule. Ja, in der Stadt ist sie ständig unterwegs mit Freunden abends. Hier draußen kommt sie hoffentlich mal zum Lernen und ist nicht ständig abgelenkt. Ich hoffe, sie stört dich nicht. Ach, Quatsch. Ich freue mich über die Gesellschaft. Aber du, mein Lieber, solltest hier besser mal nicht den Oberlehrer rauskehren. Wenn du dich recht erinnerst, warst du damals in unserer Schulzeit auch nicht gerade klassenbester. Hast du mich nicht damals gehabt zum Abschreiben, dann wärst du doch heute noch in der 7. Klasse. Soweit ich mich erinnere, hast du immer von mir abgeschrieben. Ja? Rüdiger, du wirst langsam alt. Dein Gedächtnis lässt ja schon nach. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir sehen uns viel zu selten. Ja, da hast du wirklich recht. Mir geht's gut, ja. Sehr schön. Und was gibt's Neues? Nichts. Gar nichts? Nö. Pass auf dich auf, ja? Warum soll sie denn auf sich aufpassen? Das sagt man doch so. Du kennst doch Papa. Der macht sich immer ein bisschen Sorgen. Hey, bei mir kann ja eigentlich nichts passieren. Wobei... Was wobei? Also die Kaninchen vom Bauern Runge haben geworfen. Und eins aus dem Wurf soll ein richtiger Raufbold sein. Vor dem solltest du dich besser in Acht nehmen. Du Quatschkopf, jag mir doch nicht so einen Schreck ein. Nur Spaß. Hast du vor irgendwas Angst? Ach, Quatsch. Ich muss jetzt auch wirklich los. Ich melde mich bei dir und danke nochmal, dass Marie bei dir bleiben darf. Jederzeit. Ja. Tschüss, Rüdiger. Ciao, Papa. Tschüss. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bestimmt. Herr Winter? Ja? Isabella Schulin, ich war heute Mittag schon mal da, aber da war hier keiner. Wirklich? War wahrscheinlich Mittagspause, oder? Richtig, von 12 bis 1 da war ich nicht im Laden. Mhm, sondern? Ich war essen. Ach, gibt's hier ein gutes Restaurant, was Sie empfehlen können? Nein, ich war hinten und habe mir was in der Mikrowelle warm gemacht. Wie jetzt? Also waren Sie doch hier im Laden? Ja, richtig. Ja, genau. Kann es sein, dass Sie mir nicht die ganze Wahrheit sagen? Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Ich bin die Anwältin der Familie Obermann. Der Name dürfte Ihnen was sagen. Ja, natürlich. Die Frau Obermann ist seit Jahren Kundin bei mir. Ja, und Sie wissen auch, dass die Familie letzte Woche in der Lotterie gewonnen hat. Ja, und ich habe mich auch sehr für Sie gefreut. Ja, kann es sein, dass Sie mit jemandem darüber gesprochen haben, also über diesen Gewinn? Nein, wieso? Ganz sicher? Nein, das habe ich nicht. Da
Haben Sie vielleicht eine Mitteilung im Laden ausgehängt, dass einer Ihrer Kunden der Gewinner war? Nein, habe ich nicht. Wenn das dann alles war, ich würde mich gerne um die Kundschaft kümmern. Okay. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ich hätte gerne eine Schachtel Zigaretten. Das ist ja sehr interessant. Gut. Vielen Dank schon mal. Auf Wiederhören. Ich habe gerade Erkundigungen über diesen Kioskbesitzer eingeholt. Der hat auf mich einen total nervösen Eindruck gemacht und außerdem hat er sich in Widersprüche verwickelt. Und was ich gerade erfahren habe, das hat meinen Verdacht auch noch bestätigt. Herr Winter wusste nicht nur von dem Gewinn, er soll auch noch hoch verschuldet sein. Na, vielleicht war er verzweifelt genug, um die Obermanns zu bedrohen, um sich die Hälfte des Gewinns einzustreichen. Freiwillig wird er das bestimmt nicht zugeben. Ich werde ihn mal im Auge behalten. Ich weiß es nicht. Wir werden erpresst und du musst unbedingt einen Kuchen backen und ich muss auch noch mit einkaufen. Aber du weißt doch, dass Backen mich beruhigt. Ach, verdammter Mist. Hey, Marie ist in Sicherheit. Ihr kann nichts passieren, okay? Pass auf. Wir gehen jetzt ganz schnell nach Hause und du ruhst dich erstmal ein bisschen aus, okay? Aber der Kuchen. Der kann warten. Obermann? Hören Sie gut zu. Ich will, dass Sie die 500.000 Euro in Diamanten umtauschen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Sie kriegen keinen Cent von uns, verstanden? Dann wird Ihre kleine Marie dafür bezahlen. Dafür müssen Sie sie erst mal finden. Glauben Sie wirklich, dass Ihre Tochter auf diesem Landhaus in Brunngrastal sicher ist? Habe ich jetzt wieder Ihre Aufmerksamkeit? Gut. Besorgen Sie die Diamanten. Ich melde mich wieder. Und denken Sie daran. Keine Polizei. Das ist ja bestimmt schon wieder. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Sie Mistkerl. Wo ist denn Karl? Der ist ins Dorf gefahren zum Einkaufen. Bitte, Papa, da draußen schlägt irgendwer ins Haus. Du musst sofort kommen. Wo bist du denn genau? Ich habe mich in der Stube eingesperrt. Bleib, wo du bist. Ich fahre sofort los. Was ist denn los? Ich muss zu Marie. Sie ist in Gefahr. Da müssten wir den Termin von Herrn Eisner von Donnerstag auf Freitag verschieben. Mhm. Okay, wenn das machbar ist. Prima. Das war's dann für heute. Ich melde mich später. Ciao. Was war denn das gerade? Das hat ja so ausgesehen, als wollte Herr Winter mit diesem Mann nicht gesehen werden. Jetzt will ich wissen, wer dieser Mann ist. Wir haben uns doch heute Mittag gesehen. Ich habe hier einfach im Laden viel zu viel zu tun. Und ich habe dir gesagt, wir sehen uns auch heute Abend. Und ich habe dir schon 100 Mal gesagt, du sollst hier nicht herkommen. Was ist, wenn jemand mitbekommt, was wir hier machen? Na und? Dann bin ich einfach ein ganz normaler Kunde. Was kannst du denn so empfehlen? Hör auf! Mir ist das Risiko zu hoch. Ständig die Sorge und die Angst, dass uns jemand erwischt. Ach, jetzt beruhig dich doch. Wird schon keiner drauf kommen. Vergiss es, ich kann das alles nicht mehr. Oh, jetzt warte. Schatz, ich bin. Alles ist gut, dir kann nichts mehr passieren. Sei Dank, dass du da bist. Ich habe mich draußen umgesehen, da war niemand. Bist du sicher, dass du jemand gesehen hast? Papa, ich bild mir das doch nicht ein. Ich bin doch keine hysterische Tussi. Nein, natürlich nicht. Wie hat der Typ denn ausgesehen? Der hatte so eine Art Tarnzeug an, mit einer Kapuze. Und das Gesicht, konntest du das erkennen? Ich habe den immer nur ganz kurz gesehen. Der ist von Baum zu Baum geschlichen. Das war echt gruselig. Jetzt
Sonst brauchst du keine Angst mehr zu haben. Aber woher wusste er, wo ich bin? Keine Ahnung. Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass er dir was tut. Willst du das machen? Indem ich das Geld bezahle. Was? Echt jetzt? Aber das ist die Hälfte vom Gewinn. Hey, deine Sicherheit, die ist mir mehr wert als alles Geld der Welt. Okay, jetzt komm, wir fahren nach Hause. Okay. Ich werde mir versuchen, ein bisschen weniger Sorge zu machen. Es wird uns schon keiner draufkommen. Ja. Was soll denn keiner mitbekommen? Hey, wer sind Sie denn? Isabella Schulin und Sie? Simon Höfer, ein Freund von Moritz. Bitte, Frau Schulin, sagen Sie nichts meiner Frau. Ja, wieso denn Ihrer Frau? Die dürfte das geringste Problem sein. Sie sollten sich eher Sorge wegen einer Haftstrafe machen. Also, schätze, ich weiß ja nicht, aus welchem Jahrhundert Sie stammen. Aber Homosexualität ist in Deutschland schon lange nicht mehr strafbar. Was? Was wollen Sie denn eigentlich? Ich versuche herauszufinden, wer meinen Mandanten erpresst. Was? Soll das heißen, die Obermanns werden erpresst? Da kann ich jetzt leider nicht näher ins Detail gehen. Und deswegen wollten Sie wissen, wo ich heute Mittag war? Ja, genau. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie mich angelogen haben. Das stimmt. Ja, er war mit mir zusammen. Wir sind ein Paar. Und weil ich verheiratet bin, darf das niemand wissen. Okay. Darum ging es also in Ihrem Streit. Mein Gott. Das war jetzt ein Missverständnis. Das tut mir leid. Das ist kein Problem. Und wenn Sie mein Alibi überprüfen wollen, wir waren heute Mittag im Fiddler's Inn. Okay, das kann ich gerne tun. Aber nochmal wegen der Erpressung. Der Täter muss von dem Gewinn gewusst haben. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie mit niemandem drüber gesprochen haben. Kann es sein, dass Sie belauscht worden sind? Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Na gut, dann darf ich Sie trotzdem weiter um Diskretion bitten. Herr Schätzchen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Na klar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war ja eine ganz schön peinliche Situation gerade. Da habe ich wohl ein bisschen zu vorschnell geurteilt. Zum Glück haben mir die beiden den Fehler nicht übel genommen. Und die Überprüfung des Alibis von Herrn Winter ist, glaube ich, eine reine Formsache. Er scheidet als Täter aus. Aber das führt mich zurück zu der Frage, ob sich wirklich alle Obermanns an das Schweigeabkommen gehalten haben oder ob doch einer von ihnen den Lotteriegewinn ausgeplaudert hat. Julian? Herr Obermann? Ja, geht es Ihrer Tochter gut? Ich komme sofort zu Ihnen. Okay. Ja, ich bin hier beim Kiosk. Dann kommen Sie doch einfach hierher. Ja, bis gleich.